Es geht los. Heute sind bereits die ersten Previews zu City Transport Simulator Drum erschienen. Die Links dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. FUEUP hat uns sehr positiv überrascht, als sie ankündigten, dass ihr Spiel bereits morgen in den Early Access starten wird. In diesem Video bekommt ihr noch einmal alles Bekannte in einem Video zusammengefasst. Deshalb Like nicht vergessen und falls ihr auch in Zukunft kein City Transport Simulator Drum Gameplay mehr verpassen wollt, dann abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Hey, ich bin Valentin und das ist Vienna Let's Play. Simulation has no limits. Morgen am 20.06.2024 wird CTS Drum in den Early Access starten. Nach Drums in Wien, München und City Driver folgt nun ihre vierte Simulation. Mit dem neuen Kapitel CTS und dem neuen Publisher Dovetail Games geht es morgen wieder zurück zu einer Straßenbahnsimulation. Mit wirklich vielen tollen Erneuerungen und Verbesserungen. Aber schauen wir uns zuerst einmal die allgemeinen Sachen an. CTS wird morgen zum EA-Preis von 29,99 oder auch 29,99 Dollar erscheinen. Inkludiert sind der ULF B1, das ist einmal der längere ULF, der R22B, das ist die Straßenbahn aus Trams in München und ganz neu mit dabei ist die Stadt Regiotram aus Gmunden in Österreich. Später sollen dann noch die kurze Version vom ULF folgen, das ist der A1 und dann auch noch ein, das ist noch nicht offiziell bestätigt, es wird halt bis jetzt immer als Modern Viennese Tram beschrieben, das seht ihr dann später auch nochmal im Early Access Plan, jedoch muss das die Flexity sein, da Wien keine anderen modernen Straßenbahnen hat neben dem ULF und man ja auch die Flexity bereits in einem Trailer, im Teaser-Trailer zu CTS einmal sehen konnte kurz. Auf jeden Fall, diese zwei Straßenbahnen kommen gratis als Update im Early Access, aber bleiben wir doch auch noch beim Early Access und schauen uns an, was der Early Access im CTS Tram zu bieten hat. Und zwar ist der Early Access in drei Stationen aufgeteilt. In der ersten Station wird es den ULF A1 geben, von dem ich eben gesprochen habe, Quick Play, das heißt, du gehst einfach drauf, suchst dir deine Straßenbahn aus und fährst direkt und hast nicht dieses Map-Menü und musst irgendwie mit Management selber irgendwas machen, sondern du fährst einfach. Diesen ähnlichen Modus gab es auch schon in Tramsim und der wird da auch noch hinzugefügt werden im Early Access. Hinzu sollen auch die Postkarten kommen, die hat man auch vorher im Trailer gesehen, so ein bisschen, die werden auch auf Instagram hier und da mal gepostet, schön hier in Tramau oder so und das sind einfach Sammelobjekte auf der Karte. Hinzu kommen dann noch Kreuzungstutorials und natürlich auch die verbesserte Spielerfahrung für Anfänger. Aktualisierte Handbücher wird es geben und Verbesserungen an der Oberfläche und dem Gameplay. In der zweiten Phase wird dann die, wahrscheinlich halt dann die Flexity hinzugefügt, das ist nicht bestätigt, das denke ich jetzt nur. Und ebenso wird der Karrieremodus erweitert. Man hat es auch angesprochen, man möchte den Early Access eben auch dafür nutzen, um mit der Community die Story aufzubauen und einfach das zu kooperieren, damit die Story für jeden was wird. Ich denke hier halt, dass es da dann mit Spezialaufgaben für Bürgermeister oder so, dass man da irgendwie sowas machen muss, Förderungen vom Klimaministerium, irgendwie sowas. Und dass das da auch in die Story eingebaut wird. Hinzu kommt auch eine Kartenerweiterung, KI-Züge am Hauptbahnhof. Hier ist auch natürlich der Publisher Dovetail Games als Vorteil, da die einfach die ganzen Modelle schon in der Unreal Engine haben für deutsche Bahnhöfe und so. Das wird richtig cool ausschauen. Allein dieser Übergang auch von CTS und Trains in World 4 in dem Fall jetzt. Und das wird auch auf jeden Fall cool. Das Mailbox-System soll erweitert werden, dass eben auch Kunden dann in deine Mailbox flattern und sich beschweren oder dich auch loben für Sachen, damit du auch weißt, wie du agieren sollst in Zukunft und was du ändern solltest, vielleicht um deine Zufriedenheit zu steigern. Dann wird es auch noch Aufgaben und ein Missionssystem geben, eine verbesserte Oberfläche. Und genau, dann geht es auch schon zum dritten Teil des Early Access, nämlich werden da noch mehr Sammelobjekte, das dynamische Wetter hinzugefügt und eben auch mehr Fahrgast- und Autofahrzeugvariationen
so hätte ich das interpretiert, die Wagenvariation. Wieder die Karte wird erweitert und es kommen Gleisereignisse und Störungen hinzu und das dynamische Fahrgastaufkommen. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz die Modis an. Und zwar wird es morgen spielbar geben den Karrieremodus und den Sandbox-Modus. Die Karriere, also der Karrieremodus beinhaltet halt das große Feature von CTS, dass man eine eigene Flotte aufbaut, man hat eine Story, man führt sein eigenes Unternehmen, man muss die Straßenbahn freischalten, man muss sie kaufen, man muss Linien erstellen, Fahrpläne erstellen und genau das wird mit zusätzlich eben der eben erwähnten Story, wird das der Karrieremodus sein. Im Sandbox-Modus hast du die Map, du hast alles freigeschaltet, du kannst ja alles wahrscheinlich dann auch kaufen, also du hast keine Begrenzungen, du kannst das machen, was du möchtest und es sind sogar optional 7 Linien bereits vorgebaut auf der Map und damit du eben nicht selber nochmal den Fahrplan managen kannst, sondern du kannst dann einfach losfahren und einfach schon die Welt erkunden, eigentlich sozusagen ein kleiner Quickplay-Modus. Aber da ist eher so der Sinn, dass du dann was ausprobieren kannst, du kannst schauen, was läuft besser und dass du dann nicht Karriere verbaust oder so, wie es halt jeder spielen möchte. Genau, als letzten Punkt hätte ich dann noch das Netzwerk. Das bietet nämlich zum ersten Mal eine riesengroße Fläche ab und zwar sind das 22,5 Kilometer an der Gleislänge und 39 Haltestellen mit insgesamt 10 Endhaltestellen. Und ja, ihr seht es da auch eingeblendet, das ist richtig groß, richtig schön aufgebaut, ihr habt die Szenen gesehen, das Spiel wird wirklich toll, ich freue mich schon sehr auf das Spiel morgen. Und genau, ich würde sagen, das war es einmal mit allen wichtigen Informationen zu CTS Tram, noch einmal zusammengefasst. Ich werde euch CTS Tram leider nicht zeigen können, da ich ab morgen in Deutschland bin. Es wird aber definitiv ein Let's Play geben in den Sommerferien und da freue ich mich auch schon sehr. Und nicht vergessen, bald gibt es für diesen Kanal eine riesen Ankündigung, also deshalb Video liken und den Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die 318 Abonnenten, dass wir so viele Erfolge in den letzten Monaten feiern konnten, ist unvorstellbar für mich gewesen und ihr habt es möglich gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und an der Stelle würde ich jetzt auch gleich das Video beenden und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.